Hey yo, Leute, Crymax hier, was geht, euer Paul Berger? Wir werden heute mal wieder gemeinsam auf YouTube Shorts reagieren, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, let's go! Was hier? Banks vs. Awesome Melina, mein Hund bewertet. Flauschi lässt ihren Hund die YouTuber bewerten. Okay. Wird sie sich für Banks oder für Awesome Melina entscheiden? Ist es Elina oder ist es Banks? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wen wird sie nehmen, Daisy? Sie macht ja gar nichts. So, jetzt aber, sie guckt sich die Bilder ganz genau an. Hast du keine Lust? Keiner von beiden vielleicht? Elina oder Banks? Ja? Oh, er geht. Du mich so an, er geht zu Elina. Ich kann nicht für dich entscheiden. Du überlegst gerade. Daisy will sich nicht entscheiden. Oh, und sie hat Elina genommen. Warte mal, hat die das noch öfter gemacht? Hä, die hat das noch öfter gemacht. Wer sie nicht kennt, das ist mein Hund Daisy. Und mit Daisy zusammen werden wir heute herausfinden, welchen YouTuber sie lieber mag. iCrymax oder Standardskill. Da bin ja ich, Leute. iCrymax gegen Standardskill. Oh, oh. Ey, Daisy, mach jetzt... Daisy, mach jetzt hier keine Faxen, ey. Ey! Nein, stopp! Och, Mann, ey. Ich hab jetzt schon verloren. Sehr gut, dann können wir Daisy jetzt auch schon holen. Und ich würde sagen, ihr seht gleich, welcher von den zwei der bessere YouTuber ist. Ich bin gespannt. Stani gegen iCrymax. Und dann wird sie entscheiden, welcher von den zwei besser ist. Ey! Und sie hat das von Stani gegessen. Stani hat gewonnen. Tut mir leid, Max. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Warte, wer kommt denn da? Sie hat jetzt auch noch Max eine gegessen. Naja, es gab wohl keine richtige Entscheidung, aber danke, Daisy. Nochmal Glück gehabt, Daisy. Mercedes G-Klasse oder Lamborghini Urus? Safe Urus, Leute. Ich würde safe einen Urus nehmen. Was würdet ihr nehmen? G-Klasse oder Urus? 62% würden auch den Urus nehmen. Audi R8 oder Tesla Model 3? Safe Audi R8. Safe Audi R8, ich bin kein Elektrofan. 70% sehen auch so. Okay. Porsche 911 oder Mercedes AMG GT. Safe Porsche 911, Junge. Oh, sehen auch genau. BMW, bis jetzt M4 bin ich auf der richtigen Audi Seite. TT. Ja, safe M4. TT ist irgendwie ein bisschen ein Frauenauto, finde ich. Okay. Corvette C8 oder Jaguar F-Type. Warum redet er so mit Akzent? Jaguar F-Type würde ich nehmen, ja. Sehen auch, ey, Ferrari bis jetzt 4, alles 8, 8, richtig. Pista. Oder Lamborghini. 488. Obwohl, nein. Huracan. Ja, nee, Huracan. Ich bin Lambo-Fan. Ich bin Lambo-Fan, Leute. Ford Mustang oder Toyota Supra. Ah, oh, das ist schwierig. Ich würde den Supra nehmen. Okay, da war ich falsch. Mercedes G-Klasse oder Lamborghini Urus. Alter, Autos Ford gegen berühmte YouTuber. 21,5 Millionen Subscriber. Range Rover. Oh, Alter, der ist schnell, der ist schnell. Oh, Sniper Wolf. Range Rover landet bei Sniper Wolf. Oh, wow. Kimberly. Boah, der ist zu schnell. Null. Alter. M2. 110 Millionen Subscriber. Nissan GTR. Boah, oh mein Gott, der GTR dreht völlig durch bei Mr. Beast. 110 Millionen Subscriber. Oh, nicht ganz zu Mr. Beast. Wow. Ey, auch nicht. Dude, perfekt. Ja, okay, Bugatti. Bugatti wird zu Mr. Beast, oder? Ja, Mr. Beast, let's go. Warum ist das so satisfying anzuschauen? Das Raketenauto landet bei Cactus. Sorry. Was ist das denn? Ey, das ist doch Jason Derulo, Junge. Pizza Jason Derulo. Was machen die denn da? Okay, ich muss hier wegen Musik achten. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Machen die eine Schokoladenpizza? Machen die... Oha. Oha, yo, pack noch ein paar Smarties drauf, Junge. Alter. Junge, wie crazy. Das ist mal eine Pizza. Wenn die aus dem Ofen kommt, bin ich gespannt, was da rauskommt. Okay. Jetzt... Yo. Meint ihr, das schmeckt? Meint ihr, das schmeckt, Leute? Nintendo Switch war gestern. Hier kommt die PlayStation Switch. PlayStation Switch? Hä, was? PlayStation Portal ist heute exklusiv im stimmt. PlayStation Store. Die kommt ja schon bald. Oder ist jetzt rausgekommen? Ist keine Handheld-Konsole, sondern ein Remote-Player. Heißt, ihr könnt über WLAN eure PS4 und PS5-Spiele mit allen Features, Alter. Haptisches Feedback und adaptiven Triggern. Das ist krass. Ich habe auch schon überlegt, mir das Ding zu kaufen. 8 Zoll LCD-Bildschirm mit bis zu 60 FPS streamen. Mindestens 5 Mbits, besser noch 15 Mbits und 5 Gigahertz werden empfohlen. Das heimische WLAN ist daher am besten geeignet.
Theoretisch reicht aber auch jedes andere öffentliche Netz mit entsprechender Geschwindigkeit. Junge, crazy. Die PS4-Konsole muss dabei eingeschalten oder im Ruhemodus sein. Heißt, wenn jemand anderes den TV zum Fernschauen benutzen möchte, könnt ihr trotzdem auf dem Portal weiterspielen, wie ich hier gerade präsentiere. Und nun die Frage. Das ist schon krass, weil das ist ja dann, also man braucht eine normale PlayStation und man zockt seine Spiele auf der PlayStation, nur man kriegt das quasi hier drauf gestreamt, also das so Cloud-Gaming-mäßig. Schade, es wäre natürlich noch geiler, wenn einfach die gesamte Konsole da drin wäre. Wäre natürlich viel cooler noch. Ey Leute, Amir, was hat Amir denn hier für einen Short gemacht? Paul Berger Limo-Test, Feed Quendolin, Celine und Samantra. Da bin ich mal gespannt, was die Mädels zur Paul Berger Limo sagen. Hoffentlich nichts Schlechtes. Paul Berger Limo. So, Amir, der Ehrenmann. Ich hab Bubblegum. Ey, Amir, überkorrekt. Macht hier Werbung direkt noch. Ich bin gespannt, was sie sagen, ne? Du hast es besser als erwartet gerade. Ich dachte... Besser als erwartet. Ich dachte auch, es ist so richtig angenehm süß. Da ist weniger Zucker drin, extra. Aber es ist krass halt so. Ich dachte jetzt bei Bubblegum... Bubblegum ist eigentlich immer so chemisch und... Ultra, extrem. Ja, das ist auch... Ich dachte auch, das schmeckt... Ja klar, das ist hier kein Zuckermüll, Junge. Das ist richtig pappsüßer Eistee, weil das so riecht. Aber es schmeckt einfach voll gut. Angenehm. Skala 1 bis 10? Boah, ich würde dem schon 9, 10 so. Boah, also dem gebe ich auf jeden Fall eine 10. Das wow! Ist absolut 100% mein Geschmack. Let's go! 40? 9 geben. Es gibt eben 10. Ja. Perfekt. Check die Mädels. Okay, also 9 und 10 von 10. Nice. Kuss geht raus. Danke, Amir. Und liebe Grüße an die Mädels. Dieser LKW-Fahrer schockierte jeden. Er platzierte eine kleine Kaffeetasse einfach die Paul Berger Limo selbst. Dann ging er in seinen LKW. Und passt jetzt gut auf, weil er fährt rückwärts mit perfekter Präzision. Was macht der er fährt da? Direkt daneben und fährt langsamer und noch mehr, weil guck genau, was an dem zweiten Waggon hängt. Nee. Ja, es ist sein Thema. Nee. Er stoppt den LKW direkt über der Tasse und lässt die Luft aus seinem Reifen, um tiefer zu kommen. Das ist der LKW-Boss. In die Tasse. Dieser LKW-Fahrer. Wir pranken unsere Kinder mit Weintrauben-Schokobons. Okay. Die Kids werden geprankt. Weintrauben-Schokobons. Das schmeckt ja auch nicht schlecht, ne? Schön, Aber wenn man es natürlich nicht weiß, könnte man im ersten Moment erschrecken und sich ekeln und sich überlegen, hey, was ist damit los? Warum ist das so ein komisches Schokobon? Okay. Schön wieder reinmachen. Kinder, mögt ihr das hier? Ja. Schokobon, Schokobon. Oh, das ist ein bisschen geschmolzen, Mann. Ja, muss ich auch mal haben, oder? Ja, und das dann. Mama? Ich bin gespannt. Euch alle, ne? Wir gehen raus und dann teilt ihr, ja? Mhm. Guten Appetit, ne? Guten Appetit, ne? Ja, tschüss. Hallo. Wiedersehen. Nice, wie dieses Fetzen. Die fetzen das. Aber nein, sieht man das jetzt nicht mehr? Sieht man das jetzt nur in Part 2, wie die reagieren? Oh Mann, ey. Warum ich mir das 2000 Euro iPhone 15 Pro Max in 1 Terabyte gekauft habe. 2000 Euro kostet das? 2000 Euro! Das hat man für einen krassen Gaming-PC oder sowas gezahlt, aber doch nicht für ein iPhone das damals. Einfach null satisfying, what the f... Aha. Wow. Wow. Warum packt der das so lustlos aus, Junge? Du hast gerade voll das krasse Ding. Nummer 1. Es ist größer. Das ist mein iPhone 13 Pro. 13 Pro. Ich habe auch das 13er aktuell. Wollte ein größeres Handy haben. Weiß nicht, ob sich das lohnt, das 15er zu nehmen. Das 14er habe ich mir nicht geholt. Ich weiß, viele haben gesagt, wozu braucht man 1 Terabyte? Ich brauche 1 Terabyte. Ich habe sehr viele Videodateien, die extrem viel Platz nehmen. Aber ich brauche auch oftmals einfach Zugriff offline auf die Bilder. Nummer 3. Stell mal ein paar Fragen, bitte. Wie diese einen Freundinnen im Live. Voll langweilig. Woher kommt ihr? Ich hör's dir das richtig, sagen Mädels, wenn die live sind. Wegen Privatsphäre. Das ist privat. Elfbar. Das ist richtig so, wenn du auf TikTok bist und irgendwelche Mädels live siehst. Heute probieren wir die 10.000 Dollar Rutsche in GTA. Oha, okay, Amir, mach mal. Freunde, let's go, lasst ein Like und ein Abo da. Oh, boah, was ist das für eine krasse Rutsche? Okay, Leute, als erstes ist die Rainbow Rutsche. Okay, bisher, oh, okay, die ist schnell, Leute, okay. Aua, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir rutschen durch, Leute, es gibt gleich. Was ist das denn für eine coole Rutsche, Junge? Ab. Glaubt ihr, wir schaffen das, Leute? Oha, glaubt, ey. Lasst ein Abo da, wenn ihr glaubt, dass ich es schaffe und Like, wenn ihr sagt nein und, oh, wir gehen erstmal in diese Spirale hier rein. Okay, wir sind gut gelandet. Wir sind ey, gut crazy. Gelandet, was passiert jetzt hier? Das war's, Leute. Wir haben es nicht geschafft. Spaß, wir rutschen einfach hier runter. Let's go. Okay, Freunde, nun müssen wir mit dem Fahrrad. Okay, Alter, Freunde, jetzt Fahrrad. Das Fahrrad hier und oh, es ist ein kleines Ding. Nein! Da bist du ein bisschen zu weit gefahren, glaube ich, okay, Armin. Kann sie ihr Kopftuch ausziehen? Let's go. Kann sie ihr Kopftuch ausziehen? Von mir.
Ja, wir sind ja schließlich verheiratet. Das stimmt. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du schlafen gehst? Ja, oder hast du mich mal mit Kopftuch gesehen, als ich geschlafen habe? Nein. Ja, also. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du duschen gehst? Ja, muss ja, es geht doch nicht. Ein bisschen komisch, wenn ich nicht duschen gehe. Bisschen cringe, ja. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du nach Hause kommst? Ja. Also musst du nicht die ganze Zeit hier eingebunden bleiben. Nein. Nee? Super. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du in der Schule bist? Nein. Das sind ja auch andere Menschen, deswegen. Das geht nicht. Schwierig, ne? Ja. Kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn du im Auto bist mit mir? Wenn wir irgendwo hinfahren? Ja, prinzipiell im Auto schon, aber wenn man dann, man fährt ja mit dem Auto irgendwo hin, oder? Obwohl, im Auto wird man ja auch zum Beispiel an der Ampel von anderen Leuten gesehen. Wahrscheinlich eher nein, oder? Nein. Ja, dachte ich mir doch. Die sehen uns ja auch, die können ins Auto reinfahren. Stimmt, klar. Und kannst du dein Kopftuch ausziehen, wenn wir Besuch bekommen? Kommt drauf an, wer zu Besuch ist. Wenn es zum Beispiel meine Eltern sind oder so, dann ja. Wenn es aber zum Beispiel Freunde sind oder so, dann nicht. Dann ziehe ich da mein Kopftuch an. Klar, stimmt. Dann kann sie... Leute, jedem das Seine, ne? Hä? Oh, yes. Crazy, sehr, sehr crazy. Thank you so much for this. I'm gonna order two pizzas at the same time, and whichever delivery driver shows up first, I'm gonna tip them a brand new car. Oha. I'd like to order a pizza. My address is 21. Hey, I'd like to order a pizza. The cheese pizza. My address is 21, just a large. Hey, what'd you say? It's a duplex. No, that's great. Thank you. Domino's is taking forever. Would you like? Can I just get a cheese pizza and nothing else? Huh? Okay, thank you. Let the games begin. Ich bin gespannt. Okay, wer wird zuerst die Pizza liefern? Let's see who it is. I'm excited. I'm hungry. Pizza time. How's it going? Oh, hi. Wait, real quick, before you go, I'd like to give you a car as a tip. For real? You want to check it out? Yeah. You beat the Pizza Hut guy here. See, you won the car. Here you go. This is not how I expected this day to go. Junge, ey, Mr. Beast macht wirklich die krankesten Sachen. Einfach ein Auto gespendet. Entschuldigung, ich habe eine Frage, ich habe was zwischen den Zähnen. Ah, das ist wieder der Ehren-EDK, Leute. Die haben auch Paulberger Limo-Short. Komm mal mit, wir haben genau das Richtige für dich. Wir haben Zahnstocher sogar mit Geschmack. Mit Geschmack? Mit Geschmack. Ey, alle Sorten, alle Geschmack. Aber ey, die machen das smart. Die machen wirklich richtig guten Content für ihren Laden. So. Also gute Mitarbeiter. Also der EDK-Betreiber kann sich echt glücklich schätzen. Ey. Machen Free Content. Oha. Mm. Hey, schmeckt der ganze oder nur ein bisschen bestellt? Ganze. Der ganze schmeckt voll geil. 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 Holt euch die Zahnstocher von EDK. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist los? Ey, bitte, darf ich kurz mein Handy holen? Ja. Ist er? Ich war, das gibt's ehrlich, nicht. Ich geb mir, ich geb mir. Dankeschön. Bruder, ich küsse deine Augen. Mein Riss wird bewertet. Omme TV. Komm. 2 Stunden später. Komm, mach schnell, mach schnell, mach schnell, mach schnell. Komm, komm. Alter. Er macht Fake-Skip. Oder was ist das? So, man, Leute, dieses Spiel. Oha! Nein, jetzt hat er seinen Zug verpasst. Der andere hat seinen Zug verpasst, aber er hat ihm geholfen. Okay. Social Experiment. Ah, nein, was, Bro? Okay, der Arme hat sein Handy im Wasser verloren, aber was willst du da machen? Der ist ja blind. Neues iPhone geschenkt, korrekt. Direkt rein, aber krass, okay. Leute, das war's wieder gewesen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin haut rein, Leute. Euer Crimex.